Hallo, grüß euch, mein Name ist Krempel Andreas. Ich bin Forstberater auf der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, zuständig für den Bezirk Gmunden-Vöcklabruck, und ich störe euch heute das Produkt Waldpflegeverträge genauer vor. Wir befinden uns da auf der Waldfläche der Stadtgemeinde Dimmelkamm. Die Stadtgemeinde Dimmelkamm war einer der ersten Waldbesitzer, die an uns herangetreten ist, einen Waldpflegevertrag abzuschließen. Sie haben circa eine Waldfläche von gut 10 Hektar. Und Aufgabe dieses Waldpflegevertrages ist es, die Waldbewirtschaftung in professionelle Hände zu geben. Es handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt zwischen der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und dem Waldverband Oberösterreich. Aufgabe der Landwirtschaftskammer, in dem Fall meiner Person, ist es, die fachliche Betreuung hier zugrunde zu legen. Die Planung erfolgt im Rahmen eines Waldwirtschaftsplanes. Dabei handelt es sich um ein Planungsinstrument für die nächsten 10 Jahre, wo die Maßnahmen nach Dringlichkeiten gestuft aufgelistet und mit dem Waldbesitzer gemeinsam vereinbart werden. Die Aufgabe des Bäuerlichen Waldbesitzerverbandes ist es, mit den örtlich installierten Waldhelfern die Holzvermarktung bzw. auch die Holznutzung, die Bringung zur Lkw-fahrbaren Straße möglichst bestandes- und bodenschonend abzuwickeln und zu organisieren. Diese professionelle forstliche Waldbetreuung ist kostenpflichtig. Der Betrag beläuft sich auf ca. 50 Euro pro Hektar. Der Waldwirtschaftsplan, die Erstellung des Waldwirtschaftsplanes, ist eine extra Posten und wird extra von Seiten der Landwirtschaftskammer verrechnet. Ziel hier in Dimmelkamm ist die unbedingte bestmöglichste Erhaltung der Waldfläche rund um den bestehenden Siedlungen. Als Lärmschutz, als Emissionsschutz und so weiter sollen diese Waldflächen erhalten werden. Und gemeinsam mit diesem Kooperationsprojekt der Landwirtschaftskammer und des Waldverbandes Oberösterreich wird versucht, diese Vorgaben bestmöglichst umzusetzen.